Das neue Apple iPhone SE ist das günstigste und handlichste iPhone seit langem. Nur 479 Euro verlangt Apple als Einstiegspreis. Aber kann das kompakte Gerät mit den teureren iPhone-Modellen mithalten? Computerbild hat das neue iPhone getestet. Optisch ist das iPhone SE die Wiedergeburt eines Klassikers. Es sieht genauso aus wie das iPhone 8 von 2017. Altes Zubehör passt so weiterhin zu dem Smartphone und auch die Bedienung ändert sich nicht. So kommt der Home-Button inklusive Touch-ID per Fingerabdruck wieder zurück. Apples Face-ID ist im neuen Handy nicht verbaut. Außerdem ist das neue SE wasserdicht. Auch der Bildschirm kommt wieder im iPhone 8-Format. Im Gegensatz zum iPhone 11 besitzt das neue SE aber kein OLED, sondern ein LCD-Display. Die Helligkeit ist für den Preis trotzdem gut, der Kontrast geht in Ordnung. Wer sein Smartphone intensiv für Surfen oder Videos nutzt, dürfte es allerdings als zu klein empfinden. Auch Fotografen müssen Abstriche machen. Apple hat nur eine Kameralinse auf der Rückseite verbaut. Die schießt aber bei guten Lichtverhältnissen richtig tolle Fotos mit sehr passablem Bokeh-Effekt. Dank smarter HDR-Technik soll das Kamerasystem automatisch Gesichter erkennen und Mehrfachbelichtungen optimieren. Videos sind auf Wunsch in 4K-Auflösung möglich. Ein Nachtmodus fehlt aber leider. Die Folge? Im Test fielen Aufnahmen bei wenig Licht deutlich ab. Bilder bei Tageslicht dagegen waren richtig gut. Von außen hat sich beim SE also wenig getan, aber unter der Haube hat Apple mächtig geschraubt. Ein leistungsstarker A13-Chip treibt das Smartphone an. Der steckt auch in den aktuellen Geräten der iPhone 11-Serie und bringt das iPhone SE in der Tempowertung von Computerbild auf das Niveau der schnellsten Android-Smartphones. Bei 3D-Grafiktests war das SE etwas langsamer als das iPhone 11 Pro. Etwas Sorge im Test machte der Akku, denn der ist für heutige Verhältnisse sehr klein. Doch die Angst ist unbegründet. Bei intensiver Nutzung hielt das Handy im Test über 7 Stunden durch. Viel mehr schaffte das iPhone 11 im Test auch nicht. LTE und WLAN beherrscht das iPhone SE ohne Frage. 5G-Technik besitzt es aber nicht. Induktives Laden ohne Kabel ist dank Glasrückseite auch kein Problem. Der Ladevorgang ist aber ähnlich lahm wie beim iPhone 8. Auch mit Kabel dauert eine volle Ladung fast 3 Stunden. Durch verbaute NFC-Nahfunktechnik ist das Handy außerdem fit für Apple Pay. Die iPhone 11-Serie war für Apple ein großer Erfolg, doch das iPhone SE bedient alle, denen die neueren iPhones zu groß und zu teuer sind. Im Test überzeugte es mit schnellem Arbeitstempo, guten Tageslichtfotos und erstaunlicherweise sogar bei der Akkulaufzeit. Für den Preis ab 479 Euro hat Apple hier ein starkes Produkt geschnürt, das für viele iPhone-Nutzer völlig ausreicht. Auch außerhalb der iPhone-Fangemeinde könnte das iPhone SE großes Interesse wecken, denn handliche Smartphones sind selten geworden.